Was sie für den Urlaub? Schiller, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Wir sind in einem Bundesland, eines unserer beliebtesten Bundesländer. Ihr könnt ja mal raten, wo wir sind. Im Land von Goethe und Schiller. Schreibt es ganz einfach mal in die Kommentare. Wir zeigen euch mal den Platz, die Gegend. Wir stehen am See. Wundervoll. Viel Spaß mit dem Film. Bis gleich. So, liebe Freunde, wir sind auf dem Camping- und Erlebnispark, ist das? Nee. Hohenfelden. Hohenfelden, Camping- und Erlebnispark. Stausee Hohenfelden. Hohenfelden, genau. Rainer sagt's richtig. Mit unseren Camping- und Wohnmobilfreunden Mary und Rainer. Ne, Chantal ist auch mit. Hallo. Hallo. Wir zeigen euch mal den Campingplatz heute. Kein Stellplatz, sondern mal den Campingplatz und Erlebnispark hier in Hohenfelden. So, hier haben wir die Einfahrt zum Campingplatz. Die Zufahrt haben wir ja schon gesehen. Und natürlich die Lage, ein wundervolles Waldgrundstück, gelegen an dem Stausee Hohenfelden. Hier haben wir den Aktivpark. Wir sehen es hier im Hintergrund, im Wald, im Kletterwald. Kommst du aus dem Kletterwald? Ja. Warst du klettern? Nein. Nicht? Warum nicht? Ich bin zu alt. Zu alt? Zu alt. Alter, ist alt. Steht hier dran. Von 16 bis 23, da kannst du da mitmachen.
aber das geht. So, jetzt sehen wir mal hier, wie die ganzen Sportler, die Leistungssportler hier drumherum stehen und das bestaunen. Rainer ist voll dabei. Meine Frau. Meine Frau sagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich kann mir das bei der Viola vorstellen. Die läuft auch nicht so. Ja, ja. Das ist Kopfkino. Kopfkino. Viola, das ist das, was ich gemeint habe. Das ist schwer, oder? Das ist es. Das ist das, was ich gemeint habe. Das ist das, was ich gemeint habe. Und da bin ich mit meinem Jungen vor euch. Hey, soll ich euch Eintrittskarten kaufen? Ja, ich muss sagen, ich mache gerne deinen Videofilm, ich bezahle euch das sogar. Und ich habe meine Gaudi, weil da steht nämlich gerade Gaudi dahinter. Ich nehme das gerne auf. Das war jetzt die Frage, Rainer, ob wir das machen. Oh, warum machen wir? Nein, weil wir einfach zu alt dafür sind. Das ist fürs junge Volk. Das ist ja die Problematik, ist ja diese. Ja. Wenn wir da oben sind und wir haben da keine Kraft mehr. Wir kommen nicht mehr runter. Ich wollte gerade sagen, kommen wir nicht mehr runter. Und halb elf ist Bier ist bei See. Ja. Ja. Das ist schon vorbei. Also für unsere jungen Mädels, die wir haben, die können das eigentlich mal machen, oder? Ja, ja. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Wirklich, ist kein Spaß jetzt. Weil gerade die Position, wo wir hier stehen, wo der junge Mann da oben ist, also mit dem Ausfallschritt, soll er die Wald gehen. Dass ihr seht, von was wir reden. Ja. Das Ganze geht hier noch bergauf. Dann gibt es aber eine Stufe drinne. Eine Stufe drinne.